Die Schule ist das beste Leben, sagt man. Warum es dann Lebensschulen gibt, das wird mir gleich Gunnar Scholz verraten. Wir sind hier in der Eventscheune auf dem Gelände der Theologischen Hochschule Friedensau. Und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuschauer. Und ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Scholz. Sie sind verantwortlich für Gemeindeaufbau. Was machen Sie so? Kirchengemeinden Stein für Stein mit der Hand aufbauen? Leider nicht. Das macht schon manchmal Spaß, ein bisschen aktiv zu sein. Ich bin im Grunde genommen ein Schatzsucher und darf Gemeinden dabei helfen, ihre Schätze zu entdecken, welches Potenzial sie haben, das mitzuheben und zur Entfaltung zu bringen. Das ist so mein Job. Was heißt das konkret? Ja, ich gehe in Gemeinden, werde in Gemeinden eingeladen, in Kirchgemeinden, und die so Fragen haben, welche Möglichkeiten haben wir noch in dieser Welt relevant zu sein für unsere Mitmenschen, haben wir noch Bedeutung? Manche sind da mutlos, haben kaum Ideen, und dann gehen wir gucken und suchen so Schätze, was haben sie noch für Potenzial, und eigentlich hat jede Kirchgemeinde Stärken, die unsere Umwelt braucht, ja, die die Gesellschaft braucht, und das zu heben, zu entdecken und sie zu motivieren, das anzuwenden. Ja, warum muss man das denn heute suchen? Kirchen gibt es doch schon seit Jahrhunderten und Leute sind da immer hingegangen. Warum muss man jetzt so das Potenzial von Kirchen suchen? Die Gesellschaft hat sich ein Stück verändert. Früher war es, ja, gehört es dazu, in die Kirche zu gehen. Man setzte sich dorthin, der Pastor erzählte vom Leben und dann ging man wieder in die Kneipe und trank sein Bier und war glücklich. Heute hole ich mir das Glück woanders. Heute brauche ich nicht in die Kirche gehen, um da noch zu sagen bekommen, wie ich glücklich werde. Denkt man jedenfalls. Und das hat natürlich auch Kirchgemeinden verunsichert. Ja, wozu sind wir eigentlich noch da? Sind wir nur für uns selber da? Oder die Gesellschaft braucht uns nicht mehr? Das macht auch manchmal mutlos. Ja? Man hat so verschiedene Ideen, wie man Menschen helfen kann, aber leider zünden die oft gar nicht. Und dann verkriecht man sich in sein eigenes Schneckenhaus, bastelt so an seinem Glauben, ja, und ist eigentlich enttäuscht von dem Leben. Und das jetzt wieder umzukehren und sagen, hey Leute, ihr habt so viel Weisheit, so viel Potenzial. Vielleicht ein Beispiel nur. Ich wohne jetzt in so einem Eigenheim-Siedlung zur Miete. Und der Nachbar ist ein Offizier. Seine Frau arbeitet in der Oberstufe, haben zwei Kinder. Und die, top, die Familie. Einfach super, die brauchen nichts. Und eines Tages kommt der Nachbar rüber und sagt, kannst du mal auf unseren 5-Jährigen aufpassen und so. Und meine Frau sagt, naja, wir gehen aber am Sonntag in die Kirche. Und da meinte er, ja, ein bisschen Kultur tut dem Jungen schon nicht weh. Und der war aber von der Kinderbetreuung so begeistert und wollte wieder hin. Und so entspann sich so ein bisschen so das Gespräch. Und dann sagte ich, wir haben einen Pfadfinder. Das wäre doch was für deinen Großen, für deinen 10-Jährigen. Und da sagt er, naja, gar nichts. Der ist Bettnässer, also mit dem weiß ich gar nichts anzufangen. Ja, und da war ich erst ein bisschen erstaunt und so, was machst du denn da? Na, war schon bei so vielen Psychologen und Na, und du? Na, ich rechne ihm vor, wie teuer die Pampers sind, die ich ihm kaufe. Er könnte so viel Spielzeug haben. Und dann sagte ich, hast du ihn schon mal umarmt? Sag mal, ey, ich bin stolz auf dich. Sagt er, der haut ja immer ab. Und da hackte seine Frau ein und meinte, ja, ihr geht ja in die Kirche, ihr habt noch ein paar Leute, da kriegt man vielleicht solche Tipps. Aber wir haben niemanden. Wir müssen sehen, wie wir damit klarkommen. Und auf so einen Gedanken sind wir noch nie gekommen. Und das ist so ein Punkt. Das sind einfach Schätze, die wir haben. Wir sind mit vielen Menschen zusammen in der Kirche. Wir können uns ergänzen, wir können uns gegenseitig helfen, Tipps geben fürs Leben. Und die sind nicht nur für uns gut. Und genau daraus ist ja das Konzept Lebensschule entsprungen eigentlich, worüber wir heute auch sprechen wollen. Was ist denn eine Lebensschule? Ja, eine Lebensschule ist eine Schule. Klassisch gesagt, da gibt es Unterricht, eine Stunde lang. Man darf sich auch melden, man darf auch mal Fragen stellen. Ist auch ein bisschen interaktiv. Ja, und hinterher gibt es noch eine Gesprächsgruppe. Und in dieser Schule werden Themen besprochen, lebensrelevante Themen. Welche zum Beispiel? Ja, da geht es um Depressionen. Wie kann ich Depressionen vorbeugen? Wie erkenne ich sie vielleicht auch bei dem einen oder anderen? Oft sagen wir ja, also bei jungen Leuten, die so schwer hochkommen, ne, mal einen Tritt in den Hintern und mal so richtig, die müssen zur Fahne gehen oder so.
dann laufen die schon. Aber oft steckt dahinter was ganz anderes. Dass die Angst haben vor der Zukunft, dass sie mit dem Angst haben vor dem Leben, obwohl sie geliebt werden, obwohl sie alles haben und das Leben wegschmeißen. Und das so ein bisschen mitzubekommen, da so eine Antenne zu bekommen. Und das ja, interessiert viele Leute. Also ganz praktische Themen. Aber auch noch andere Themen. Genau, da komme ich gleich drauf. Erstmal will ich mal so zu dem Anfang gehen. Wie hat es denn angefangen? Also sowas in der Kirche zu hören, ist jetzt nicht typisch. Ist ja verknüpft damit. Es hat ein Pastor entwickelt. Der hat noch ein Zusatzstudium gemacht, hat Psychologie studiert in Amerika, hat dort einen Doktor gemacht und hat dann in seiner Stadt damit angefangen. Er ist zur Volkshochschule gegangen, hat gesagt, kann ich Ihnen hier was anbieten? Können wir hier eine Kooperation? Und hat da eben über Angst geredet, über Kindererziehung, über Ehe, über Depressionen und über alle möglichen Themen. Und wir waren immer so ein bisschen neidisch als Kollegen, ja. Das ist eben der Psychologe und wir sind es nicht. Wir sind es nicht, wir kommen da nicht so ran, ja. Und irgendwann hat es mich so ein bisschen gekreppt und noch einen Kollegen mit mir zusammen. Und wir haben uns mit ihm zusammengesetzt, mit dem Andreas Erben, so heißt er, und gesagt, ey, können wir das nicht ein bisschen übersetzen, dass auch wir Laien das nutzen können. Und damit ist das losgegangen. Das ist ja auch nicht so ganz typisch, wenn Sie jetzt erzählen, er ist so zur Volkshochschule gegangen, dass man so als Pastor auch zur Volkshochschule sagt und sagt, ich habe da was. Also so, wenn die Leute nicht zu mir kommen, dann gehe ich halt zu den Leuten, ist auch gut. Hat da eigentlich eine Kooperation gemacht mit der Volkshochschule. Er hat dort die Kurse nicht in der Volkshochschule angeboten, indem die Leute dorthin gegangen sind, sondern hat gesagt, ich biete das Thema an. Ich nenne Ihnen auch, wie viele Teilnehmer da sind. Ich will von Ihnen nichts, aber Sie haben den Vorteil, Sie haben Ihre Teilnehmerzahlen steigen. Aber ich mache das in meiner Kirchgemeinde. Und das Erstaunliche war, er kommt aus dem tiefsten Osten, aus Gera, dass die Leute in die Adventgemeinde, fremde Leute, Atheisten, die noch nie in der Kirche waren, dort reingegangen sind. Gab es da keine Angst, so, dass man gesagt hat, nee, da will ich eigentlich gar nicht hin, nicht mal vom Gebäude so? Erstaunlicherweise, und das erleben wir auch an vielen Orten jetzt, ist diese Angst nicht da. Man ist vielleicht an dem ersten Abend ein bisschen vorsichtig und guckt, was machen die da. Aber danach geht es den Leuten gut und die kommen wieder. Liegt das so an den Themen? Das heißt ja Lebensschule. Also erwarten dann Leute wirklich, dass sie was übers Leben lernen oder dass sie so mit den Problemen des Lebens dorthin kommen können? Was ist so die Erwartungshaltung? Ja, die Erwartungshaltung ist, dass sie was fürs Leben lernen. Mit dieser Erwartung kommen sie. Viele Menschen sind da schon überall schon gewesen und jetzt sagen sie, nur mal sehen, was die zu erzählen haben. Ne? Also sie wollen Lebenshilfe haben. Ja, das ist ihr Ziel. Was gibt es noch so für Themen außer Depression? Darüber hatten wir jetzt schon gesprochen. Was sind noch so andere Lebensthemen? Also wir haben noch ein paar schwerwiegende Themen. Frieden schließen mit der eigenen Vergangenheit. Ein Thema, was mir gefällt, ist das innere Kind. Ne, der Mann ist immer ein Kind. Und das neu zu entdecken und auch mal zu nutzen. Dann haben wir aber auch einen Kurs humorvoll Leben lernen. Das Leben mal von der netten Seite, von der fröhlichen Seite kennenzulernen. Kommt vielen Menschen ja auch vielleicht abhanden, wenn es so schwer ist oder man durch schwierige Zeiten geht, kann man das sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ja, kann man wieder nicht mehr lachen. Und da mal zu lernen, auch mal wieder einen Witz über sich selber zu machen, das ist befreiend. Welche Themen sind denn so, sage ich mal, die Renner? Was kommt, also wo gibt es besonders viel Zulauf so? Also der Renner ist schon der Kurs über Depressionen. Das also ist so der Öffner, da ist ein starker Bedarf da in der Bevölkerung. Der kommt immer an. Da reicht in der Zeitung ein Dreizeiler und 20 Leute stehen auf der Matte. Das heißt ja auch wirklich, dass Leute betroffen sind, entweder selbst oder halt jemanden kennen in der Familie oder irgendeinen Bezug haben, ja. Also das kennzeichnet eigentlich Lebensschule, dass wir es also als Laien anbieten, müssen die Themen eigentlich was mit meinem Leben zu tun haben. Ich komme dort nicht hin als der große Doktor oder als der Pastor, der Bescheid weiß, ja? Sondern ich selber bin Betroffener. Ich kenne auch depressive Phasen. Ich habe auch Menschen übersehen, die depressiv sind. Und es erst hinterher, wo es zu spät war, mitbekommen habe. Ich habe auch Schwierigkeiten in der Kommunikation, ja, und da was zu lernen.
und so weiter und so weiter. Das sind Themen, die mich selber beschäftigen. Ich lerne selber dabei. Und genau das ist, was Lebensschule eigentlich so auszeichnet. Wir sind auf Augenhöhe. Und wir lernen gemeinsam da ein Stück zusammen. Ist das vielleicht auch gerade das, was Leute heute so suchen, jemanden zu treffen, der sagt, mich betrifft das auch. Ja, ich habe vielleicht nicht so die Standardlösung parat, sondern wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an und gehen da gemeinsam durch. Ja, ich glaube, das ist das, was Leute suchen, Echtheit. Und nicht die eigene Unfehlbarkeit voranzustellen, sondern zu sagen, okay, man ist selber schwach irgendwo, ja, und muss dazulernen. Dieser Kurs läuft ja über einen gewissen Zeitraum. Wie lange dauert der? Also die Kurse sind unterschiedlich lang. Lebensschule ist etwas auf Dauer angelegtes. Schulen sind dauerhaft, die sind das ganze Jahr offen. Es gibt auch ab und zu mal Ferien, also das darf man schon mal machen. Aber ansonsten, Lebensschule findet einmal im Monat statt, immer. Und da ist ein Kurs, also Depressionskurs zum Beispiel, dauert 8 Monate, 8 Abende, 8 Themen sind das. Die Sprache des Lebens sind 6 Themen. Humorvoll leben, da sind wir bei 5 Themen. Über das innere Kind auch 5 Themen. Also ganz unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich, ja. Und ich sag mal, 8 Monate, selbst 5 Monate sind ja so eine längere Zeit, wo man so zusammenwächst. Wie wichtig ist denn so diese Zeit, die man gemeinsam hat? Also man wächst richtig zu einer Gruppe zusammen. Man lernt sich immer näher kennen. Man ist da im Gespräch, man tauscht Telefonnummern aus, man trifft sich auch mal da zwischendurch. Das geschieht. Der Vorteil ist, von der Lebensschule einmal im Monat, das kriege ich in meinen Zeitplan rein, in meinen Rhythmus rein. Alles andere, das nimmt mich schon wieder viel zu sehr gefangen. Und das ist ganz angenehm. Ja. Da kann keiner sagen, schaffe ich nicht. Ja. Dann kann man sagen, einmal im Monat hat man Zeit. Genau, das schaffe ich auch selber. Das ist auch so, also wenn man mit dem Depressionskurs anfängt, ja, geht es ja darum, so seine Gedanken so ein Stück zu trainieren und zu sagen, einmal im Monat, da mache ich mich auf, da gehe ich dahin, das tut mir gut. Ja, und das verändert schon. Ja, und man muss ja auch bereit sein, sich dann mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Möchte man vielleicht auch nicht jede Woche, oder? Ja, und wer keine Lust hat, kommt nicht mehr. Wie ist es denn? Jetzt ist es, geht's inhaltlich, sagen wir mal, um Depressionen, aber es ist ja ein christliches Konzept. Kommen denn dann so christliche Inhalte vor? Oder ist es überhaupt ein christliches Konzept, müsste ich vielleicht erst mal fragen. Also, ja, es ist ein christliches Konzept, weil es Christen machen. Es ist aber auch ein ganz weltliches Konzept, weil wir dort in der Lebensschule nicht mit Lied und Gebet wie ein Gottesdienst beginnen und beenden, sondern der Glaube wird zeugnishaft vorgestellt, dargestellt. Was bringt mir der Glaube in meiner Situation, in diesem Moment, in diesem Fakt? Welche Hilfestellung gibt er mir? Das ist das Christliche an der Sache. Ansonsten sind die Leute frei und werden nicht da gezwungen, irgendetwas mitzumachen. Sind dann manche vielleicht überrascht, dass sie sagen, oh, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das jetzt auch vielleicht so Teil davon ist oder dass da jetzt auf einmal Christen sind? Manche wissen das ja vielleicht gar nicht. Ist das so ein Überraschungsmoment manchmal? Der Überraschungsmoment ist eben genau der, dass wir nicht die Orgel anschalten oder eine Band spielt dort, ja, und wir machen einen schönen Lobpreis vorneweg. Genau das ist der Überraschungsmoment. Und den erwarten oft Leute, die das erste Mal kommen. Na, was machen die hier? Und verlangen die hinterher meine Adresse? Und was kommt dann noch alles? Und das verlangen wir alles nicht. Und von daher können sie freiwillig kommen. Und sie kommen freiwillig. Das Einzige, wo wir dann mal eine Kontaktadresse suchen, ist, wenn wir also noch andere Angebote anbieten. Zum Beispiel, wenn sie eben mehr vom Glauben kennenlernen wollen oder so, einen Glaubenskurs besuchen wollen oder einen Kochkurs oder so, dass man sie da informieren kann. Und nehmen das Leute in Anspruch, das dann auch zu tun? Ja. Bis man einen Glaubenskurs macht, also wenn man mit der Lebensschule startet, braucht man wahrscheinlich 2 Jahre, bis man einen Glaubenskurs voll hat. Wir sagen immer so, wenn 8 Teilnehmer da sind und sich eingetragen haben in der Liste, das ist hier so ein Angebot, dann startet der. Ja, und dann warten wir eben so lange. Und das Ergebnis ist verblüffend. Wenn die Leute den Glaubenskurs machen, dann sagen, okay, ich kann hier freiwillig kommen und gehen.
erleben wir das, dass die Leute sagen danach, okay, Pastor, jetzt geht's weiter, wir wollen noch mehr wissen. Aber ist das nicht schwer so als Pastor, wenn da einer ist, der sagt, jetzt vor 2 Jahren möchte ich gern, und dann müssen Sie sagen, jetzt reicht's noch nicht, jetzt müssen wir mal noch warten, bis sich 3 weitere gefunden haben, das dann auszuhalten? Ja, es kribbelt schon. Aber ich denke, das wäre oft für die Leute dann viel zu eng. Und die Menschen heutzutage lieben ihre Freiheit und wollen oder gehen schwer Beziehungen ein und Bindungen ein. Dann eben so ein Stück zu warten. Der eine ist eben ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer, tut der Sache keinen Abbruch. Und nachher, wenn die Leute sich dann selbst entschieden haben, dann ist wahrscheinlich auch eine andere Qualität, oder? Als wenn man zu irgendwas überredet wird. Ja, genau. Sie lernen in ihrem Tempo Gemeinde kennen, Kirchgemeinde kennen, Gottesdienstformen kennen. Sie lernen in ihrem Tempo Gott kennen. Und Gott hat alle Zeit der Welt. Ist das so eine Aufgabe von Kirche, heutzutage sich so darauf einzustellen, auf dieses Tempo von Menschen, diesen Freiheitsanspruch auch, dann auch mal zu sagen, wir warten jetzt aber und ja, präsentieren euch das nicht? Ist doch schwer, oder? Wir als Kirche haben ein Sendungsbewusstsein und haben einen Sendungsauftrag. Ja. Und dieser macht uns manchmal mehr Druck, als es nötig ist. Ich bin überzeugt davon, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt und dass er Sehnsucht nach ihm hat. Aber Gott ist derjenige, der dem Menschen begegnet und der ihn überredet und nicht die Kirche. Und von daher kann ich ganz gelassen sein und ihm das Tempo überlassen. Und ganz entspannt Lebensschulen weiter anbieten. Wenn jetzt jemand sagt, so eine Lebensschule möchte ich auch mal besuchen oder ich möchte mal sehen, was es so für Themen gibt, ob es das überhaupt in meiner Stadt gibt, wo findet man Informationen? Informationen über die ganzen Kurse, die wir bis jetzt erarbeitet haben, findet man auf der Website und auch die ganzen Orte und Veranstaltungsorte, auch die Termine. Die Website lautet www.forum-lebensschule.de. Ja, da kann man viele Informationen finden. An wie vielen Orten gibt es das nun mal, dass man so einen kleinen Überblick hat? Ich habe nicht die ganz genaue Zahl. So. In unserem Zusammenschluss und unserer Vereinigung, so wie wir das nennen, gibt es 20 Lebensschulen. Und über den Osten hinaus gibt es schon 2, 3 Pilotprojekte. Also es lohnt sich durchaus, da mal nachzuschauen, ob die eigene Stadt dabei ist. Ja. Oder sich zumindest von den Themen auch ansprechen zu lassen. Und was wünschen Sie sich für das Projekt Lebensschule? Oh, dass das noch viel mehr Leute machen. Leute Mut bekommen, die Themen, die sie bewegen, mit anderen zu teilen. Das ist Lebensschule. Das, was mich selbst beschäftigt, wo ich Lösungen auch gesucht habe für mich selber, das anderen mitzuteilen, das ist etwas Authentisches, etwas Echtes, etwas Lebensnahes, etwas Hilfreiches. Ja, das wünsche ich mir in jeder Stadt, in jedem Dorf. Das heißt, so kommen auch neue Themen hinzu, wenn jetzt jemand sagt, dieses Thema hat mich lange beschäftigt, ich habe da viel drüber nachgedacht, gelesen, mich vielleicht auch mal mit jemandem getroffen, dann entsteht so ein neues Thema einfach. Das ist so ein Wert, den wir in der Lebensschule haben, dass wir uns miteinander vernetzen. Auch wenn jemand einen Kurs übernimmt und sagt, aber ich habe da noch eine ganz andere Idee oder ich habe jetzt noch ein Thema dazu gebaut, dass alle anderen davon auch profitieren können. Also ganz flexibel. Ganz flexibel. Und ausbaufähig. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen dafür und dass viele neue Lebensschulen hinzukommen. Und Dankeschön für diesen kleinen Einblick. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr über die Lebensschulen erfahren wollen, dann schauen Sie auf unsere Homepage www.hopechannel.de. Dort finden Sie die genannte Adresse und auch weitere Informationen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dort nachsehen. Danke auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.